Ja, lieber Markus, schön, dass wir miteinander sprechen können. Ich habe natürlich auch bei dir so überlegt, mit was verbinde ich dich, was sind die Bilder, die ich habe zu dir. Und was mir eben wieder bleibt als Bild ist, du bist ein Systementwickler. Du bist Psychologe einerseits als Hintergrund, du hast aber viele Jahre in komplexen Strukturen gearbeitet als interner und sicherlich auch danach als externer, als Berater. Und ich verbinde dich mit dem Blick für beides. Danke. Und Fühle ich mich sehr ja, deswegen gesehen, die ja? Frage, ist das was, wo du dich Ja, wieder siehst? auf jeden Fall. Also ich finde, das trifft sehr gut. Systementwickler, so wie du sagtest, ne, in Verbindung mit dem Menschen, Entwicklung menschlicher Systeme, das ist mir ein Anliegen. Und da finde ich mich sehr wieder. Das passt. Wie würdest du denn deine Arbeit in diesem Feld dann beschreiben? Also wo zeigt sich das denn in deiner Arbeit? Also Lernkultur entwickeln, Lernsysteme gestalten, Menschen in den Gruppen, so wie heute zufällig, abholen, aus Individuen eine Gruppe machen, die gemeinsam in aller Tiefe lernt und auf allen Ebenen. Das fasziniert mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Es begeistert mich. Ich kann selber immer wieder was Neues lernen. Also das ist deswegen genau mein Ding. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, genau diese lernenden Systeme zu entwickeln in der Organisation oder nicht immer, aber manchmal für ganze Organisationen. Also man kann es schon übertragen, aber es ist natürlich ein Stück weit ein anderer Kontext. Und es gibt noch einen dritten Kontext, nachdem ich hier lernen durfte, wie man Lernsysteme gestaltet und selber davon profitiert habe, hatte ich mir das Vorhaben geschaffen, eine Organisation zu gründen, die nach denselben Prinzipien funktioniert. Und das ist halt meine eigene. Also System Works als Beratungsgesellschaft. Ja, so gesehen sind es eigentlich diese drei Tätigkeitsfelder, in denen der Kern, der hier aus dem ISB kommt, für mich dreimal gelebt wird. Wie würdest du denn aus deinem Erleben heute so dieses Zusammenspiel von Menschen in Organisationen oder Mensch und Organisationen beschreiben? Da ist ja auch so manches vielleicht im Umbruch. Ja, naja, ich würde vielleicht sogar noch ein paar mehr Aspekte mit reintun. Mensch-Organisationen, Mensch-Technik-Organisationen, also jetzt in Zeiten der Digitalisierung wird auch immer ganz wichtig, dass sich Menschen über Technologie verbinden, miteinander arbeiten, obwohl sie gar nicht im Raum sind, ne? Also auch sowas spielt eine Rolle. Diese Kontexte ändern sich gerade sehr stark. Und ich sehe es auch als meine Aufgabe an, Menschen darauf vorzubereiten, sich auf diesen ständigen Wandel einstellen zu können. Und dann landen wir ja oft auch schnell bei dem Kulturbegriff, der Genau. ja auch in unserer OE-Ausbildung Ja. eine große Rolle spielt. Ja, Kultur ist, wenn Menschen tanzen und man die Musik nicht hört, eine der vielen Definitionen dafür. Und heute ändert sich die Musik ständig und die Menschen wissen noch gar nicht, wie sie tanzen, also wie sie sich verhalten sollen, damit es passt. Oder was ist, wenn die Musik nicht mehr hörbar ist, keine Orientierung da ist, dann müssten sie sich ja von sich aus orientieren. Übrigens gerade jetzt ein Trend, Selbstorganisation, ne? Der Kulturbegriff, dem Bedeutung zu geben, die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben und arbeiten und genau das zu organisieren, das ist eine wesentliche Aufgabe. Nicht? Das Was vom Wie zu unterscheiden. Wenn wir jetzt nochmal auf dich gucken, was würdest du denn sagen, was ist so das, was die Leute von dir persönlich auch mitbekommen, wenn sie hier jetzt bei uns in den Gruppen sind? So was ist so das Ja. Eigene von Markus? Ja, die müssen immer ein bisschen aufpassen. Ich warne sie immer vor meiner Begeisterung. Also, ich denke, dass ich einerseits relativ differenziert über Systemisches berichten kann und ich versuche systemisch zu leben und zu lernen und zu lehren. Das heißt, für mich ist systemisch Multiperspektiven, unterschiedliche Blickwinkel zulassen und niemals eindimensional. Und so hüte ich mich eigentlich immer vor Statements, die beginnen mit dem Wort so ist es, sondern versuchen allen möglichen Perspektiven gerecht zu werden. Und da lerne ich ständig dazu. Das ist für mich auch eine wesentliche Haltung, ja. Deswegen bekommen Sie von mir hier natürlich das, was das ISB im Kern ausmacht, das mich ja auch ausmacht, und trotzdem immer wieder Neues. Ich kann feststellen, dass in jedem Jahr sich meine Bausteine auch immer weiterentwickeln, weil neue Inhalte dazukommen, genauso wie sich unsere Welt verändert. Das ist das, was Sie von mir erwarten können. Wenn wir jetzt nochmal auf deinen Weg gucken, auf deinen Lernweg, magst du uns da noch ein bisschen einen Einblick geben? Was war dein Lernweg? Wie ist er zu dem Ja. geworden, wo du heute bist? Oder wie war er dafür die Grundlage?
Ich habe mich immer für einen Menschen interessiert und deswegen war Psychologie genau das Richtige. Unter anderem deswegen, weil Psychologie ist vielleicht landläufig eher die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten von Menschen, aber dass wir damals schon sehr stark mit Computern gearbeitet haben, auch in der wissenschaftlichen Psychologie, und dass die Fachsprache Englisch ist, ist eben auch sehr zuträglich für mich. Ich arbeite gerne auch international, nicht nur in Deutschland. Und so kam es, dass ich dann über einige Umwege auch zu Siemens kam und war dann eben 10 Jahre im Konzern und durfte da in Fach- und Führungsfunktionen wirken und auch als Organisationsentwickler tätig werden. Das heißt, da habe ich natürlich Konzernwelt von innen kennengelernt, aber ich hatte immer ein Bedürfnis danach, in unterschiedlichen Konstellationen und in unterschiedlichen Kontexten wirksam zu sein. Was gibst du den jüngeren Kollegen und Kolleginnen mit? Den Jüngeren werden heute sehr große Schuhe hingeschoben. Mhm. Die jungen Leute, die sind manchmal so mit einem Mindset ausgestattet. Das heißt, es lautet dann so als Glaubenssatz, ich bin nur was wert, wenn ich was kann. Ne? Je mehr ich kann, umso mehr bin ich wert. Und die können A, nicht so viel können, weil sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich würde eher sagen, sieh mal deinen Mehrwert darin, dass du unvoreingenommen auf die Dinge blicken kannst. Und wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein und deine Neigungen und Kompetenzen ins Spiel zu bringen, dann kannst du auch wirklich was bewegen. Jetzt noch den Blick nach vorne, so in 10 Jahren. Wo steht aus deiner Sicht unsere Profession von Beratung, von Coaching, von OE und Kulturentwicklung? Ja, wir werden sehr viel flexibler werden müssen. Ich glaube, es wird neue Formate geben. Wir werden sehr viel mehr online machen. Wir werden sehr viel mehr mit Zeitverschiebung arbeiten müssen, aufeinander zugehen, aus den unterschiedlichen Kulturen heraus. Also nicht nur Great Minds Think Alike. Ich denke, es wird notwendig sein, Brücken zu bauen. Und deswegen kommt auch neuen PE-Konzepten eine hohe Bedeutung zu. Und die Bedeutung kann PE oder PE als Bestandteil von Organisationsentwicklung auch nur gerecht werden, wenn das Lernen direkt beim Mitarbeiter stattfindet und nicht nur im Seminarraum. Ich glaube, es ist gut, dass Menschen sich zurückziehen und Lernräume haben. Nur ich glaube, wir brauchen schnelleres Lernen in kürzeren Zeitabständen, eher direkt am Arbeitsplatz, als gute Ergänzung zu dem, was es in einem Seminarraum zu tun gibt. Vielen Dank. Gerne.